Guten Morgen. Ja, also heute würde ich ganz gerne mal über Selbstliebe mit euch sprechen. Das ist ja gar nicht so einfach mit der Selbstliebe und es ist besonders in den jetzigen Zeiten, also die ja sehr, sehr herausfordernd sind, wichtig. Selbstliebe heißt, sich um sich selbst zu kümmern. Selbstliebe heißt auch zu spüren, was wir wirklich brauchen. Sich selbst so wie eine gute Mutter zu sein. Das heißt, auch wirklich auf sich zu hören und zu spüren, brauche ich Ruhe, brauche ich Kontakt, brauche ich Bewegung, brauche ich frische Luft. Was brauche ich wirklich im Augenblick? Brauche ich Trost? Wie kann ich das bekommen? Kann ich mich selber trösten und was würde mich trösten? Das heißt, stell dir Fragen. Ich habe damit angefangen, weil ich finde, die Zeiten wirklich extrem herausfordernd, ganz besonders für hochsensible Menschen, zu denen ich gehöre. Ich spüre sehr, sehr viel. Ich spüre sehr viel Unruhe. Ich spüre Angst, Ärger, Wut sogar. Auch Verlustgefühle und das bedrängende Gefühl von Enge und Eingesperrtsein und Regeln und Ängsten vor Krankheit, vor Verlust von Geld, Verlust von Sicherheit und so weiter. Und ich spüre das nicht nur jetzt bei anderen Menschen, sondern auch bei mir, auch wenn ich das nicht toll finde, weil ich befinde mich auch wirklich in dieser Polarität wie wir alle und bin natürlich auch mit allen verbunden. Also brauche ich ganz besonders im Moment für meine Seele und für mein Körpergefühl und für mein Wohlbefinden Liebe. Und das brauchst du auch und das braucht jeder auf dieser Welt. Und ich erzähle euch jetzt mal einfach, was ich gemacht habe und wie ich damit umgehe. Ich habe mir viele Fragen gestellt und habe sofort umgesetzt. Ich habe gemerkt, ich brauche in dieser Zeit als Mensch, der auf dieser Erde wohnt und gewählt hat, auch diese Corona-Zeit mitzuerleben. Ich brauche ganz bestimmt viel, viel, viel Kontakt mit anderen Menschen. Jetzt ist das ja nur eingeschränkt möglich. Und ich habe keine Familie, beziehungsweise meine wenigen Familienmitglieder, die ich noch habe, leben in Italien. Die kann ich also zurzeit nicht sehen. Sie können auch nicht zu mir kommen. Ich habe auch viele Freunde, aber die sind verteilt überall auf der Welt, auch zum Teil, zum großen Teil in anderen Ländern. Und hier in der Nähe, an dem Ort, wo ich hingezogen bin, kenne ich noch kaum Leute. Also habe ich einfach den Schritt gewagt, bin ins Internet gegangen auf nebenan.de, das ist so ein Nachbarschaftsdienst, und habe da reingeschrieben, dass ich spazieren gehen möchte mit Menschen. Und siehe da, ich habe sofort Zuschriften bekommen. Ich gehe jetzt fast jeden Tag mit jemandem spazieren und lerne Menschen kennen. Und gestern war ich 2 Stunden spazieren am Kalscheurer Weiher, war wunderschön. Demnächst fahre ich mit einer Dame, die ich auch kennengelernt habe, zum Schloss Brühl. Also es ist ganz viel möglich. Und das durch 2, 3 kleine Sätze, die ich ins Internet geschrieben habe. Und ich merke, Bewegung und Gespräche mit Menschen tun mir gut. Der Tag ist sozusagen danach gerettet. Zum anderen habe ich angefangen, wieder zu schreiben. Das heißt, ich hatte schon eine Erzählung angefangen und die blieb liegen. Und jetzt schreibe ich einfach an dieser Erzählung weiter. Und es macht mir ungeheuer viel Freude. Und das ist ein zweiter Punkt, der mich freut. Dann koche ich mir ganz toll und ich backe. Ich backe auch für andere Menschen und bringe denen dann ab und zu mal so was Leckeres rüber, meinen Nachbarn. Und schon sind es 3 Dinge, die mir jeden Tag wohltun und die mich erfreuen. Frag dich mal, was könntest du machen, was dir gut tut, was dich erfreut, was deiner Seele Nahrung gibt. Das für heute, Thema Selbstliebe. Alles Liebe, tschüss.